einem neuen Video, meine Damen und Herren. Wir sind angekommen in Salzburg auf dem Salzburgring. Es ist alles ein bisschen stressiger. Die Nacht war kurz, weil ich sag euch, wir sind beim Motortag von Mario Moser Dampf und hier ist einfach die Hölle los. Wir sind nicht gut vorbereitet, sage ich gleich. Ich bin keinen Meter auf dieser Strecke gefahren, habe auch keine Ahnung. Habe in letzter Sekunde gerade zum Glück beim Reinfahren, weil ein bisschen Zeit war, weil wir im Stau standen, die Software noch ein bisschen zurechtgeschoben und habe in weiser Voraussicht, weil ich weiß, die Geraden sind ja recht lang, ein bisschen Druck rausgenommen. Das heißt, er sollte jetzt vierte, fünfte Gang so 2 bar machen und dann gucken wir mal. In Summe geht es bei dieser Veranstaltung einfach nur darum, dass ich den ganzen Fans, die hier sind, den ganzen Zuschauern, und es sind wirklich Tausende hier, einfach den Arbeit mal zeigen kann und wir einfach auf noch einer weiteren Strecke ein bisschen Erfahrung haben. Warte, jetzt zu. Warte. Dann schauen wir mal, was passiert, würde ich vorschlagen. So, Nico, das erste Mal Arbeit für dich, ne? Ja. Aber guck mal, Wahnsinn, Alter, was hier so los ist. Ja, heftig. Das ist wirklich krank, was hier so geht. So, angeschnallt bist du? Ja. Und los geht's, Salzburgring. Der Salzburgring ist dafür bekannt, dass er extrem schnell ist. Extrem schnell. At this moment that he knew he fucked up. Ganz viele Gruppen, die ganz gefährlich zu fahren.
muss ich richtig bremsen.
sage ich beim Ankommen so 2,4 Bar auf den Reifen, also viel zu viel. Also wir müssen jetzt ablassen und dann gewinnen. Und ich habe Leistung gedrosselt, das sind jetzt vielleicht 300, 330 PS. Also der macht eigentlich viel mehr Meter. Aber auf der Graben, Junge. Zu zweit, ne? Weißt du, was hier los ist, wenn ich alleine lang fahre? Hier kurz die Ruhe hier im Auto, bevor wir aussteigen. Was sagst du? Heftig. Also das sieht immer noch so unscheinbar aus, ne? Aber das Auto ist so schnell. Vor allen Dingen hast du ja selber gemerkt. Also das waren jetzt wirklich die ersten 5 Runden hier und ich will uns ja auch nicht vor allen wegstecken hier. Ne? Ja. Also ich behaupte 2-3 Turns und es wird mit dem Auto schon so gefährlich hier, weil es halt einfach ein kurzer Radstand ist und nicht für Highspeed gemacht ist, dass wir hier beide aussteigen werden sagen, ob das wirklich notwendig ist. Ne? Ja. Aber die Gerade erstmal geisteskrank mit dem, wenn der Lader erstmal einsetzt. Ja. Und dann die harte Bremse mit dem ABS. Ja, das war wirklich nur draufgetreten. Also das war immer noch nicht so wirklich jetzt mal Notbremsung vor Reintreten. Weil wo wir uns bei der TT reingebremst haben, ja, da habe ich dann zum Schluss mal ein bisschen doller reingetreten. Ne? Aber krass. Ja, wir müssen jetzt irgendwie hier ein bisschen den Tag genießen. Wir fahren am Nachmittag auf jeden Fall nochmal. Ich gucke einmal in den Lok rein, was schon mal gut ist. Er hat genau das gemacht, was er sollte. Das heißt, 4. Gang. 2 Bar, 3. Gang 2 Bar, 5. Gang, weil ich eine Pussy bin und wir wollen halt ein bisschen Spaß haben hier, habe ich runtergemacht auf 1,7. Deswegen ist der im 5. Gang. Und 1,7 Bar im 5. Gang reichen bei 2,20 gerade mal dafür, dass das Auto stehen bleibt. Der hat gar nicht mehr weiter beschleunigt. Ach so, okay. So, aber gefühlt ist es auch wirklich so, dass er da schon ein bisschen Anpressdruck kriegt, weil er schon so ein bisschen anfängt so, zu arbeiten. Ne? Ja. Das passt. Würde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr Leistung hier drauf geben, weil ich glaube, das geht in Hose, wenn wir hier mehr Leistung machen. Ja, also erste Runde hat er überlebt, mal gucken, was er jetzt macht. Nächster Programmpunkt. Ah, wie geile Autos hier sind, ne? Ja. 907 GT2 in flach mit den Rädern. Ja, schwarz, beste Farbe. Jetzt kurz Strecke unterbrochen, weil jetzt gibt es ein paar Showfahrten hier. Drag Race mäßig. Es wird eine Viertelmeile aus dem Stand gefahren. Wir dürfen zum Glück mit in den Sportstartbereich, um das euch ein bisschen zu zeigen. Das heißt, ich glaube, es sind in Summe 18 Teilnehmer oder 16. Eben gerade Michi Gärkollektor, der fährt tatsächlich mit seinem SVJ mit. Ja, Dutta ist hier, HST ist hier. Die ganzen Großen sind alle hier am Start. Die werden jetzt hier gleich alle einfliegen lassen. Alle haben gemunkelt, ob ich mit dem Arbeit mitfahre. Natürlich nicht, weil ist kein Drag Race Auto, sondern für die Strecke. Na? Oh. Alles gut? Ich hoffe, ich fahre nicht gegen dich Track Race. Nee, ach, ich fahre Track Race gar nicht mit. Ach so, okay, Gott sei Dank. Dann könnte es ja gar nicht allzu schlimm werden. Woher, du bist SVJ oder was? Ja, genau. Ja, aber der hat doch noch einer was fahren können. Ja, SVJ gegen Arbeit. Ja, stimmt. Aber eben, Hauptsache laut, weißt du, es sieht geil aus, Hauptsache laut und die Leute stehen alle da bei der Start-Ziel-Geraden. Und bei dir, alles gut? Ich habe den Arbeit mit. Geil. Erste Mal hier, ganz andere Strecke als so das, was ich sonst so fahre. Und wir sind eben einzeln gefahren, weil also, es ist so viel los, dass die Anreise halt schon wieder Katastrophe war. Ach, verrückt, ne? Glaube ich 1,5 Stunden oder so. Und die 1,5 Stunden fehlt natürlich dann unten raus, ne? Aber jetzt... Ja. Bei mir auch 1 Stunde, aber dafür wenigstens geiles Wetter. Geiles Wetter, ne? Geiles Wetter. Yes. Ja, aber weißt du schon, gegen wen du fährst? Ich habe keinen Plan. Irgendjemand hat gesagt, ein RS4. Aber mit 2000 PS. Ja, ich glaube, Robert, wir bauen auch schnell einen SVJ auf Twin Turbo um. Ja, das mache ich schnell. Dann haben wir eine Chance, oder? Würde ich sagen, jetzt steigen wir ein, oder? Ja, ja. Heiz mal einen V12 ein bisschen vor. Auf geht's. Jalla Abfahrt. Servus! Der Auto steht da drin. Ja, Drag Race. Ja, damit doch nicht. Oder? Ihr kriegt gerade einen Anruf vom Rummelshofer, der das mitorganisiert. Stehst du schon auf der Linie, oder was? Und ich so, was? Ja, Drag Race ist 13 Uhr. Ich hab doch gesagt, du musst auf der Linie stehen. Mit dem Supra. Ich bin noch nie in meinem Leben Drag Race gefahren. Ja. Mein 3. Gang ist Fetzen. Ich krieg meinen 3. Gang nicht mehr gescheit rein. Ja. Wo soll ich jetzt Drag Race fahren? Aber, schauen wir mal. Ich muss dazu sagen, dieser Kerl hat wirklich den Nagel ganz tief im Kopf. Ich kenne, glaube ich, keinen, der so viel Reifen vernichtet wie du aktuell. Ja, das leider schon, ja. Legendär war auch schon wieder, dass du schaffst, genau in dem Moment, wo der M3-Motor kaputt geht, das auch noch drauf zu haben. Das ist natürlich auch super gewesen. Aber das war halt ein ehrenwerter Abgang für den Motor. Wenigstens, ne? Haben wir ein Video davon gehabt. Genau, richtig. Ja. Was sagst du mir, Windgeil? Nicht.
mega krank, wirklich. Wir sind zwar vorhin ewig lang stark gestanden, aber es lohnt sich, finde ich. Es ist ein wirklich cooles Event. Sehr viel los, also ich komme eigentlich zu fast nichts, wenn da irgendwer herkommt, aber es ist taugt man. Ja, vor allem überleg mal, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich behaupte mal, selbst wenn hier ein richtiges Rennen ist, sind die Tribünen nicht so voll wie jetzt. Ne? So, ne? Und es sind ja wirklich jede Ecke, alles ist voll. Ja. Okay, das heißt, du hier super mal gleich Drag Race. Gegen Autos, die viel mehr Leistung haben. Alter, die haben mit Bremsschirme, Mann, was soll ich denn machen? Ja, ist vor allem Fahrt aus dem Stand, ne? Ja, noch besser. Ja, noch besser. Das letzte Mal, wo ich aus dem Stand vor schnell weggefahren bin, habe ich dann nachher eine Spaghetti-Antriebswelle gehabt. Ja, brauchst du nicht nur dritten Gang, sondern noch Diff-Antriebswelle, kannst du gleich alles bestellen. Was geht da leistungsmäßig bei der Super? Ja, das letzte Mal, wo wir gewesen haben, sind es 1070 gewesen. Genau. Ziemlich genau. Und die fährst du auch immer? Ja, eigentlich schon. Also ich habe drei Maps, aber ich... Weißt du, wie es ist? Wenn du dann drei Maps hast, fährst du nicht in der ersten, fährst du in der zweiten, sondern fährst du in der dritten. Fährst du in der vierten. Ja, am liebsten in der vierten. Ja. Ist natürlich eine, in Anführungsstrichen, das ist jetzt hier keine ernste Veranstaltung. Nein, weil ja, gar nicht. Die Autos sind dafür gebaut und die Supra ist halt nicht dafür gebaut. Also, die Supra habe ich das letzte Mal in Finnland aufs Bike-Reifen gehabt. Gerade so, dass ihr euch vorstellen könnt, wie sehr die Supra hier für ein Drag-Event gebaut ist. Genauso wie die Supra halt für Spikes in Schweden oder irgendwo geeignet ist. Ne? Aber die Rennstrecke sind wir auch schon gefahren und ich muss sagen, dass es, dafür ist es auch nicht gebaut. Also, ich weiß eigentlich gar nicht, für was die Supra gebaut ist. Aber eigentlich bis jetzt für nichts, nur nichts, was ich gemacht habe. Außer Autobahn, das ist ganz witzig. Was ist bisher dein Lieblingsauto für die Rennstrecke, wo du gerade sagst, es ist nicht geeignet für die Rennstrecke? Also gestern war ich den ganzen Tag Slowakiering mit dem GTR durchgefahren ohne Probleme. Also wirklich, das GTR-Zeugelwerk, das funktioniert einfach. Und bist du dann jemand, der auch irgendwann mit dem Querfahren aufhört und sagt, so jetzt will ich mal schnell fahren oder generell immer Querfahren, Reifen vernichten? Eigentlich ist das Querfahren, mir taugt das einfach Vollgas. Das also, Schnellfahren ist zwar witzig, aber das Reifen vernichten, das ist geiler. Ne? Ich weiß nicht, das ist einfach so ein cooles Gefühl, wenn du quer durch die Kurve fährst und wenn du es dann schön kontrollieren kannst, dann ist das top. Ja, ich drücke da rüber die Daumen. Ja, ich mache das schon. Du machst das schon. Solange ich nicht mein Auto kaputt habe. Aber ist das K.O.-System? Also der Gewinn kommt weiter oder wie? Ich hoffe, ich muss nur einmal fahren. Also. Da ist ja der Chef. Chef? Ist das K.O.-System hier oder wie läuft das? Naja, wir haben grundsätzlich nur so Vergleichsfahrten jetzt, weil... Aber nur eine, oder? Muss leider fahren. Nur eine. Ja, perfekt. Und ja, wir haben jetzt komplett kontroverse Fahrzeuge genommen, also Elektro gegen Benziner. Die kommen jetzt. Die brauchen ein bisschen länger. Also Elektro. Die waren noch an der Steckdose. Oh, da gibt es mal bitte das Auto, was geht. Viertelmeile Motorrad gegen Straßen, also Ringmotorrad. Also ein bisschen die Unterschiede und ja, Viertelmeile Auto haben wir dann ASD eben und HG. Aber die fahren aus dem Stand 400 Meter? Genau, 400 Meter und ins Ziel. Und dann haben sie nochmal 450 Meter Bremsweg, sollte reichen. Für die meisten. Aber jeder fährt jetzt nur einmal gleich. Genau, jetzt fährt jeder nur einmal. Ist grundsätzlich hier am Ring auch ein bisschen, soll man sagen, ja. Das ist ja schwierig zu begleiten. Die wollen das nicht so mit Rauch, Lärm und so. Der ist ein bisschen heikel mit 105 dB Lärmbeschränkung und so. Aber hier bekommen wir für die Viertelmeile eine Ausnahme eben. Und ansonsten gilt den ganzen Tag 105 dB. Let's go. Einmal in der Schiefe zu platzen. Da war voll umgebaut, das Ding, wusste ich gar nicht. So hier, so mit den ganzen Anzeigen und allem. Und Doktor da. Aber richtig geil umgebaut. Ja, das alles funktioniert halt. Das Beflogte finde ich auch schön, aber das hat der Vorbesitzer gemacht. Also nein, das so von den ganzen Anzeigen her wusste ich gar nicht, dass das Ding so krass umgeworden ist. Das ist serienmäßig. Die ganzen Anzeigen sind immer? Ja. Ja. Echt? Also ich glaube schon. Nein. Doch. Nein. Also, 100%ig. Ja, doch nicht serienmäßig. Ich habe bis 10.000 oder so. Doch. Racecar. So, jetzt wird es ein bisschen ernster hier. Macht gerade schon ein bisschen an. Geiles Duell. Golf 3. Von ASD gegen Tesla Blade. So, das heißt über 1000 PS gegen über 1000 PS. Aber man muss wirklich sagen, Elektros, also gerade der Blade, ist halt verdammt schnell aus dem Stand. Deswegen bin ich echt gespannt. Wenn ich erstmal erschrecken könnte, laut werden. Ja, dann komm, ich hier nochmal tucken zurück. Leute. Ja, okay, er wollte es natürlich wissen jetzt. Ne? Blade ist halt das Krasse, du trittst rein, Ding fährt los. Bisschen zu früh oder halt ein perfekter Start. Ja, jetzt ist hier voll die Eskalation angesagt. Ist 2JZ drin. 2JZ-Motor. Und das ist eher mehr so ein Rundstrecken-Rennauto. Bin gespannt. So muss der Leerlauf klingen hier. Thank you.
Scherz auch. Ohne Scherz, Mann. Ja, ich befürchte, das wird gleich noch gefährlicher. Weißt du, was du machen musst, ne? Das kann man 300 machen oder sowas, das kennt ihr ja nicht. Mach 400 Meter Burnout einfach. Also dann schaut mir andere Schöne wirklich aus. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, 3-2er-Duell. Ja, 32 gegen. Das wird garantiert auch 3-2er sein. So gefühlt noch ein paar Sekunden gewartet und dann erst. Oh, da war aber laut. Jetzt mein Auto hier. Okay, gehen wir ein bisschen weiter hinten, sonst ist es hier so laut hier. Also ich sage, links gibt es auf jeden Fall vier rauchende Reifen. Und der ist kurz vorm Ab. Also der Golf hat es auf jeden Fall langsam angehen lassen, aber jetzt hier ist ein saftiger Start, hätte ich so gar nicht mit gerechnet. Jetzt gibt es hier American Muscle Car gegen, das ist noch deine Liga hier mehr, ne? Ja, falsche Farbe aber. Ja, aber das ist Hybrid, ne? Ja. Ja. Bin mal gespannt, aber eigentlich muss ich nach vorne gehen. Eigentlich müsste das Haus fest. Also gerade so weiter durchgezogen. So, hier haben wir auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt ganz krass das extrem schneller für den Meilegolf gegen Michi, der Konnektor im SVJ. Ist natürlich. Ne? Aber Michi wird es ja sich nehmen lassen, der wird ganz viel Launchkontrolle zünden jetzt hier. So, das wird laut. Dabei. Also ich hätte die Mickey Mäuse mitnehmen sollen. Über 1000 PS TT, also Twin Turbo Lambo gegen den Luther mit seinem TT. Auch geil. Wirklich zwei extrem schnelle Autos. Bin ich jetzt mal gespannt. Jürgen Dutter ist so der Fünfzylinder seit Jahrzehnten, jetzt im TTS. Oh, Alter, ging schon zornig saftig los, das Ding. Gerade so dann auf den nächsten Metern, wenn die Gänge da so durchziehen. Schnell. Ich hab schon gedacht, der holt ihn wieder auf. Ja, also war schon. Also ist halt, ich glaube, aktuelle Bestzeit ist irgendwo so im 8-Sekunden-Bereich, wird aber mit dem Auto garantiert auch Richtung 7 Volt. Also, so, jetzt ist Otto, alias Schäfchen, an der Reihe. Sowas sieht man auf jeden Fall nicht alle Tage, wie eine Supra gegen den 997 GT2 Club Sport und Drag Race fährt. Ne? Aber war, so wie das bei ganz oft bei Heckantrieb und Drag Race das Problem ist, erster Gang dreht durch, du schaltest in den zweiten, bist aber eigentlich noch gar nicht bei der Geschwindigkeit, die wo du eigentlich sein willst, weil die Räder durchdrehen, dann ist natürlich bumm, zweiter Gang, Turboloch. Und Feedback? Geil. Also so als kleine Zwischeneinlage mega. Ja. So einfach mal ein bisschen sinnlos Starts machen, Reifen verbrennen, Sachen kaputt machen, knallen lassen. Das ist halt einfach genau das, was auch die Zuschauer sehen wollen. Ne? Deswegen genau richtig. Ja, jetzt werde ich auf jeden Fall noch mal einmal eine Runde Arbeit fahren. Gucken, wie das Ding so fährt. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Mit Lukes Auto müssen wir auch noch fahren. Der fährt jetzt gleich seine erste Runde. Das seht ihr in einem anderen Video. Ich weiß noch nicht, wie die Videos kommen.
Ja, also, Trackday ist vorbei. Motortag ist fast vorbei. Der geht jetzt für uns erst richtig los, weil wir haben jetzt gleich nämlich Feierabend und können noch ein bisschen die Anwesenheit der Leute hier genießen. Resümiert kann ich sagen. Resümiert. Gutes Deutsch hier wieder. Resümee. Völlig geil. Auto macht genau das, was es soll. Wir haben jetzt auch gerade festgestellt, warum er mit der Zeit ein bisschen weniger Druck gemacht hat. Ging heute aber gar nicht darum, hier jetzt irgendwie eine Top-Zeit hinzubrennen oder irgendwas, sondern einfach ein bisschen Erfahrung auf verschiedenen Rennstrecken zu sammeln. Ich kann jetzt sagen, auf der Strecke hier mit zwei Leuten ist es zu wenig Sturz. Es war tatsächlich so, dass die Slicks vorne angefangen haben zu quietschen. Kann auch Fahrwerk dran liegen, egal. Auf jeden Fall war das für mich natürlich gleich ein Faktor Sicherheit, weil ich weiß, wenn die Slicks quietschen, kann ich nicht umkippen. Das heißt, ich konnte schon hammerhart in die Kurven rein. Bremse brutal geil, außer dass man wirklich stark reintreten muss. Sonst fahre ich immer noch ohne Bremsbelüftung. Und hier ist es ja tatsächlich mal so, dass man von 230 bis 80 runterbremst. Und das passt. Wir können mal gucken, ob sich da jetzt farblich was getan hat. Nee, immer noch nicht. Wir sind immer noch bei 150 Grad. Also nicht viel. Sonst bockt. Fahrwerk müsste man natürlich für die Strecke wieder anpassen. Merke ich, da hinten gibt es so eine schnelle Kurve, wo da hinten schon so ein bisschen anfängt zu springen. Aber sonst alles geil. Entlüftung wieder trocken. Motor macht das, was er soll. Turbolader ist, würde ich behaupten, fest. Also ich habe jetzt einfach nur Kupfermuttern dran. Die funktionieren bisher. Hat mega Bock gemacht, war wirklich ein krasses Event. Wirklich geil war die Vielzahl an Autos, weil wir hatten Rundstrecke, Viertelmeile und Show and Shine. Und dementsprechend auch ein buntes Fahrerfeld auf der Strecke. Also von Ferrari R8 M2 war halt alles immer. War schon zu viel, um alles zu zeigen eigentlich. Querbeetend am Start. Ne? So, hier schleift es auf jeden Fall. Der eine oder andere wird es von außen auch bestimmt gesehen haben. Sieht man hier an der Kante. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht wo, weil ich glaube nicht, dass es hier ist. Wobei doch hier. Krass. Das hat man bestimmt auch gehört auf der Aufnahme. Der eine oder andere hat mich danach angesprochen und meinte, der würde vorne sogar qualmen, weil es so dauerhaft halt anliegt. Ne? Da sieht man mal wieder, dass diese Strecke für das Auto gleich wieder ganz was anderes ist. Weil gefühlt federt der hier viel mehr als am Bilzerberg. Könnte zum Beispiel an den Kurvengeschwindigkeiten liegen oder Thema Curbs. Bin schon so ein Curbs-Fahrer und dann federt das Rad natürlich viel krasser ein als bei einer Strecke. Aber zusammenfassend kann man sagen, Motortag Salzburgring hat sich definitiv gelohnt, geile Veranstaltung. Wir trinken jetzt noch ein Bierchen und dann geht's auch wieder nach Hause. Wie geht es weiter? Erst viel Limo, Marius Golf und Abarth werden wir in Nuancen auch weitermachen, weil geht erst richtig los. Also langsam kriegen wir auch alle Probleme im Griff, dass das Auto einfach fährt. Ich bin jetzt hier heute keine 200 Runden gefahren, aber 4x20 Minuten waren schon dabei, zu zweit. Witzig ist übrigens, wenn man mit zwei Leuten plus Sitz unterwegs ist, wie viel langsamer gleich das Auto ist. Also das sind wirklich Welten, das ist schon krass. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.